Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, Nacht überstanden, ist nichts passiert, war arschlangweilig. ja, bist du unterwegs? Jo. Ich bin die wilde, wilde Tilde. Hatte ich nicht auch ein Fahrzeug? Ach nee, ist ja da, weil ich gestorben bin. Haha. Musste leider ohne mich vorfahren. Ja, Tag 3. Das, den wir für dieses Krankenhaus des Todes benötigen. Oh, Entschuldigung, Katze. Mit diesen zigtausend leuchtenden Horror-Zombies. Ich hoffe nur, dass sie jetzt weg sind, weil ich würde gerne mal meine Sachen wiederbekommen. Gerade wegen dem Scharfschützengewehr. Ich laufe jetzt erstmal einmal drumherum. Hier sind deine Frames. Ja, ich bin auf einer Seite rüber geklettert, hat aber nicht so ganz geklappt, weil ich dann nicht zurückkam. Die Zombies waren viel zu schnell. Okay, hier ist eine ganze Truppe von Militärzombies. What? Die sind neu. Ich habe einen Leuchte-Militärzombie nur gehabt. Ach du Scheiße. Was ist? Ich habe mal gerade zum Haus reingeguckt, da laufen Zombiehunde rum. Und ich dachte mir nur, nicht, dass sie mich sehen, gleich raus. Jetzt habe ich sie wach gemacht. Jetzt sind sie aktiv und kämpfen im Haus rum. Ah, außerhalb sehe ich die Militärzombies, die du meinst. Hier steht auch mein Moped. Und die Frames. Oh, ich bin Der andere, in den anderen Garten komme ich gar nicht rein. Ein Hüpfzombie. So, dann bin ich hier irgendwie durchgelaufen, voller Panik. Du bist über die Frames oder wie bist du reingegangen? Ja, natürlich über die Frames. Hast du eine Waffe irgendwie, die für schnelle Zombies geeignet ist? Bitte? Hast du eine Waffe, die für schnelle Zombies geeignet ist? Nein, ich habe nur meinen Bogen. Ach, du hast ja eh schon Besuch. Hinter dir ist einer, pass auf. Ja. Wie kann ich den schnellen Zombie langsam machen? Tot? Nein, sieht nicht so aus.
Super, hast da eine geweckt. Aber die lockst du an, das gefällt mir. Ja, die kann mir mal ein bisschen hier helfen. Aber die schnellen Zombies, killt man die auch so noch ein, zwei Schüssen im Kopf? Nee, die halten ein bisschen mehr aus. Die ist ja genau auf den Gang, wo ich lang gegangen bin. Weiß nicht, wie ich an der vorbeikommen soll. Ich nehme Frames und guck mal auf dem Dach, was da los ist. Ein bisschen noch höher. Hey, Tusti, kommst du mal zurück? Ah, jetzt sehe ich den Innenhof. Da ist mein Rucksack. Ein normaler Zombie. Tja, wie komme ich hier wieder runter? Ich weiß schon wie. Mal mit. Wir wollen ja nicht so tief springen, das geht. Ach, ich liebe die Frames. Ohne die wäre das Leben echt schon härter. Wir hätten einfach den Tag abwarten sollen. Oh. Was hätten wir? Fünf Pfeile. Dann ist auch so ein schneller Zombie tot. Ich sagte, wir hätten einen Tag abwarten sollen und dann hätte ich hier in Ruhe meinen Rucksack plündern können. Willst du dich hier noch umschauen, oder? Ja, ich wollte nochmal nach ganz oben. Ich sortiere mich erstmal hier. Nippel. Verbände sind wichtiger. Ey! Ah ja, ich hab's in der letzten Folge gesagt. Sie sind ja schneller als ich. Aber ich kann ja da wieder rausgehen. Ah, Vögel! Ah, Vögel! Vögel! Ja. Oh, triff doch mal den scheiß Vogel, ey! Ich bin ja nämlich irgendwie jetzt noch so ein Hubschrauber-Landeplatz ganz oben, den wollte ich mir noch mal anschauen. Alter. Ey, ich erwisch die nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hasse Vögel. Ich hasse sie. Stirb, du Vogel. Oh, wo ist jetzt mein Moped? Boah.
Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zombies hier oben. Wow. Normale. Ich kann es noch nicht sagen. Sehen normal aus. Das ist auf jeden Fall ein normaler. So, also ich bin wieder dabei. Ups. Einer weniger. Oh, scheiße. Das ist kein normaler. Ah! Ah? Ah? Wo bin ich? Was bin ich? Wie bin ich? Oh, da hängst du oben. Das ist aber praktisch. So. Puh. So, ich bin im dritten wieder. Ah ja, ich bin ja hier irgendwo runtergesprungen, weil es so viele Zombies waren. Das ist auch ein Steller. Ah, scheiße! Hat er dich? Nein, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich treffe nicht. Bestimmt, weil ich das Bein gebrochen habe. Oh. So, es wird ein Dunkel. Sechste Etage, Zombie Town. Eine Stunde, scheiße, ey. Trink Flüssigkeit, du bist durstig. China. Toll, könnte ich mir machen. Theoretisch. Also, ich kann nicht rennen. Und ich darf nirgendwo mehr runterspringen. Oh, das war doof. Ah, hier geht's aufs Dach. Ah, hier warst du wohl. Warst du mit dem Dach fertig, oder? Nein, ich bin noch dabei. Ach so. Ja, dann mach du das Dach, ich geh nochmal. Du kannst mir gerne helfen, hier sind genügend Zombies für uns beide. Ja? Ja. Und ich habe ein gebrochenes Bein, also von daher... Wenn hier so ein Vogel liegt, ist er tot, ja? Wenn der liegt und flattert, dann ja. Ich töte den lieber. Du meinst, du zerlegst ihn. Ich will ihn nicht sehen, diese Vieh. Ah, das bist du, tschüss. Nein! Danke! Danke! Ich dachte, du wärst ein Zombie gewesen, das war Reflex. Das war wirklich nicht mit Absicht.
Na, jetzt habe ich wenigstens kein gebrochenes Bein mehr. Oh, das ist wirklich ein Dings des Todes. Ja, ich bin auch schon fast wieder tot. Hospital des Todes, ey. Dann gucke ich mir nach unten, ob du wieder hochkommst. Ja. Also weißt du, wie du gekommen bist? Ja, ich weiß, wie ich denn gekommen bin, über Frames, die ich jetzt natürlich nicht habe. Weil da, wo ich hochgekommen bin, sind schon 3 Zombies. Da am Zaun sind noch Frames, die kann man abbauen und wieder benutzen. Dann bin ich hier über die Frames und dann hier irgendwie rein. Ich finde schon einen Weg nach oben. Na gut. Ich guck erstmal oben, ob da was ist, vielleicht ist da ja gar nichts. Da sind auf jeden Fall noch Zombies. Achso, nee, ich bin über die andere Treppe hochgegangen. Muss ich mal gucken. Ah, das ist doch wieder so ein Schrank, oder? Ui, da wo ich den Eingang hingeklappt habe, ist eine ganz schöne Zombie-Versammlung. Dann die andere Treppe. Da mache ich eine Tür zu. Sind das alles diese rasenden Reporter? Das weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wie ich dir eine Falle stellen kann. Jetzt sind Granate. Ah, das dauert zu lange. Jo, ach komm, ich bin hinter Gittern. So. Ich bin wie der da. Kann ich jetzt aufs Dach kommen? Das ist eine Spinne. Ah, bleib nach. Alter! Oh Gott, ich bin schon wieder verzogen. Oh, hat mir das Bein gebrochen, die Fotze. Alter, du kriegst jetzt Schrot. Da kommt noch einer. Der hat mich. Alter. Ich bin kein Zombie. Nee, ich weiß, aber ich bin halb tot. Gebrochenes Bein. Oh. Vogel? Alter. Oh, da unten sehe ich einen Leuchtezombie durch das Glas liegen. Holz, was braucht man noch? Tuch, ne? Oh, ey. Ah, ich hab doch das gelernt, verdammt. Kein Essen mehr. Dafür habe ich mich hier hochgekämpft. Für nichts und wieder nichts. Ernsthaft? Ich fühle mich verarscht. Ah, ich muss die Zombies auseinandernehmen. Vielleicht hat da jemand Stoff. Mir dann Stoff. Das sieht nach einer Falle aus, oder?
Oh, hier gibt's eine Treppe, die nach unten führt. Hi. Was war das, bist du? Oh. Eine Autobatterie. Mitnehmen. Ja, klar. Hast du die Truhe hier gesperrt? Nein. Muss man die aufhacken? Ja. Und nicht, dass die kaputt geht danach, aber wie gesagt. Nein, ich hatte schon mal so eine aufgemacht. Kein Stoff. Ich brauche nur ein bisschen Stoff. Warum? Wofür? Ein gebrochenes Bein. So. Wie komme ich wieder hoch? Ach, da bist du. Ach, hallo. Ah, komme ich wieder raus. Na gut. Ich habe jetzt die Schnauze voll von dem Scheißgebäude. Ich hau ab. Ich hau mit ab. Warte auf mich. Wo bist du? Wo lang haust du ab? Ah, wo lang haust du? Aua. Ich weiß gar nicht, wo ich ein Moped gepackt habe. Ach komm, wir springen runter. Was soll passieren? Tust dir noch mehr weh? Wo habe ich mein Moped? Hinten hattest du es geparkt. Hier auf der Straße eigentlich. Ach, da. Gut, dann durchsuche ich jetzt ein Haus. Und nicht das hier vorne, da waren Hunde drin, die mag ich nicht. Das Haus durchsuche ich. Das sieht doch nett aus. Mach das. Da gibt's auch bestimmt. Oder war das das Haus, was ich meinte? Ich brauche nur Stoff. Oh. Hallo. Ich bin's, der Postbote. Hast du dran gedacht, zweimal zu klingeln? Ach nee. Knock, knock. Tür war ja offen. Hier, vom Vorhang kriegt er bestimmt Stoff. Ja, genau. Schönen Vorhang ernten. Meine Güte, was ist denn hier los? Wo kommen die alle her? Schiene, aber mir fehlt Klebeband. Fuck. Vielleicht finde ich das ja, hier. Wir haben auf jeden Fall eine Schiene, glaube ich, in der notdürftigen Unterkunft.
Ja, ich guck einfach hier, was das Haus noch zu bieten hat. Oh, außer Zombies. Alter! Ja, von hinten. Ey. Schon wieder. Ja, auch im Haus sind schnelle Zombies. Also erst hatte ich einen normalen und jetzt hatte ich einen schnellen. Ja. Yeah. Also entweder muss ich noch auf mehr Nahkampf gehen oder ich brauche einfach nur eine Uzi oder so. Und tausende von Schiffen, Schuss. Ach, hier ist noch dein Moped. Ja, dann weißt du, in welchem Haus ich war. Hm. Kannst ja kurz warten, dann kannst du ihn ja für mich töten. Wenn es dieses Haus ist, ich hau einfach mal die Haustür ein. Die Haustür war offen, wo ich war. Dann bin ich zu einem anderen Haus gegangen. Ach ja, so schnell gestorben bin ich schon ewig nicht mehr. Und vor allem so häufig. Ja, so ewig und also so schnell, ja. Und ich sehe auch gerade, dass meine Axt ist schon ziemlich im Arsch. Ich glaube, die Stadt lassen wir erstmal. Ja. Also ich will jetzt noch ein bisschen hier in das Haus reinschauen, aber... Ich finde nur meinen Rucksack und raus. Ach, das hat zwei Eingänge. Ich war auch nur im EG. Ich war auch gar nicht tief drin. Ja, ich sehe die Zombies. Ja, jetzt habe ich kein gebrochenes Bein mehr. Ja, oder mit der Armbrust dann mehr Schaden machen. Ja. Ah, hier war das bestimmt nicht. Ich bin nur bei dem Haus. Ich habe schon zwei Zombies rausgelockt. Ja, danke, dass mein Rucksack. Und dann bin ich raus. Mach die Tür zu. Das war mein Moped hier, ne? Das ist dein Moped, ja. Ja, wollen wir einfach unsere Sachen holen und nach Hause fahren. Ja, also so ganz nach Hause? Ich bin dafür, aber okay. Sowas von... Hatten wir irgendwas Tolles in der Zwischenbasis? Nee, ne? Doch, ein paar schöne Sachen sind da. Auf jeden Fall Munition und so. Ne, ein bisschen wollte ich da was lassen. Wir können ja mal gucken. Ja. Und dann vielleicht mal mit Armbrust testen, ob die Armbrust vielleicht auch mehr Schaden macht. Müsste eigentlich. Weil das Problem wirst dann haben, dass du musst ja mit zwei Schüssen die am besten töten, die schnellen Zombies. Ob der so schnell nachladen kannst, etc. Naja. Ja, das ist dann natürlich die Frage. Weil, ja, nachladen war ja immer so ein Thema bei denen. Ich habe noch eine Axt, die packe ich oben wieder rein und eine Pistole. Und den Schlafsack, den packe ich da Bogen. Auch noch rein. So, genau, das Essen können wir ja auch hier lassen. Genau, ich packe da den Schraubenschlüssel auch. Die Waffen, die ich hatte, nehme ich packe wieder rein. Ich glaube, ich lasse das fast alles hier, was hier ist. Ah. Außer die Munition vielleicht. Also Ölschiefer nehme ich mit. Stoffwechsel können wir da lassen. Ach, die Farbe kommt. Boah. Dein Rucksack hast du mitgenommen, okay. Dann schlafst du mal ich. Ja, ich hab den hier oben reingepackt. Dann ist der nicht mehr aktiv, ja? Genau. Mach ich das auch. So. Oh! Ich bin außerdem runtergesprungen, aber hab mir nicht die Beine gebrochen. So, und eigentlich müssen wir jetzt nur diese lange Straße nach Westen lang fahren. Oh, und dann sind wir sicher zu Hause. Ja. Endlich wieder zu Hause. Im Bettchen.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall dran denken, unsere Schlafsäcke da wieder zu aktivieren. Dude. Ich bin motorisiert. Whee! Es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir diese Stadt besucht haben. Nee, die ganzen Häuser haben wir noch gar nicht durchgeguckt. Ja. Wenn ihr auch mal irgendwie so Wünsche habt, was wir machen sollen, irgendwas Besonderes, ob irgendwelche Aufträge vom Händler oder hey, geht doch mal da und da hin. Sagt uns das. Ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass wir mehr sterben, dann schickt uns doch mal in diese Stadt. Ja, ich würde auch sagen, das war die höchste Anzahl an Todesfällen, die wir in einer Folge hatten. Ja, ich glaube, es ist wirklich Rekord. Also, sowas hat man noch nicht mal vor der Alpha-Version gehabt. Also, ja, wir sind schon mal gestorben, aber so häufig, kurz hintereinander? Ja, okay. Das ist eher weniger. Sei denn natürlich, man tritt freiwillig auf irgendwelche Bomben, nachdem man vorher gewarnt wurde. Aber. Ne, Minen sind gefährlich. Ja. Ich sag's ja nur. Boah, diese Straße. Das ist echt ein Krampf. Wir sind ganz schön gefährlich auf unseren Bikes mit unseren Hupen. Gangster-Style. Total. Ah, rechte Maustaste gedrückt halten, du kannst dich umsehen. Ah, das ist gut zu wissen. Ach ja, ich habe hier auch Licht. Das Witzige ist, ich habe bei mir das Licht ausgeschaltet. Oh. Wenn ich es jetzt anschalte, sieht es bei dir bestimmt so aus, als ob es aus ist, keine Ahnung. Zumindest war das bei den Helmen so. Jo, lieber Heinrich. Was wollen wir denn morgen machen? Ich hab keine Ahnung. Ich will nicht nochmal in die Stadt. Ich muss mich auf. Nee, ich jetzt erstmal auch nicht. Aber ich muss mich auf jeden Fall um, glaube ich, meinen Garten kümmern. Und dein Garten, ja, kannst du machen. Ja, die Garage. Ja, die Garage könnte ich weiter. Ja, ich baue mal die Garage weiter. Ich brauche mal was Ruhiges mit wenig Action. Und. Genau, genau, lass uns doch morgen einfach einen ruhigen Tag machen. Genau, nächster Tag wird ein ruhiger Tag. Ein ruhiger Tag zu zweit. Da brauche ich ganz viel Holz. Framed habe ich ja noch in unserer Basis. Noch 100 Stück und dann zimmer ich da was zurecht. Bloß die Eingangstür oder ja, wie wir das damit machen wollen, müssen wir mal gucken. Ja, und wir haben ja bei uns direkt bei dem See, wo wir sind, ist schon ganz lange, fällt mir gerade ein. Da ist ja auch so eine kleine Insel, sag ich mal, in der Mitte. Da ist auch irgendwie so ein kleines Häuschen drauf. Das könnte man sich ja auch eventuell anschauen. Ich habe ein Häuschen drauf? Ja. Die das Insel habe ich gesehen, aber das Häuschen habe ich nicht gesehen. Das siehst du. Also, wenn man jetzt hier direkt lang fährt, da siehst du das direkt. Ach, das da auf dem Wasser? Ja. Das könnte man sich auch anschauen. Das ist nicht so weit weg. Warum ist das nicht meine Garage? Na naja, gut, das ist schon ein bisschen Meter weg. Es ist schon ein paar Meter weg. Ja. Aber pass auf, da sind besondere Zombies drauf. Wasserzombies oder so. Meerjungfrauenzombies. Naja, irgendwie sowas. Aber die bösen Meerjungfrauen, wie bei Dr. Who. Ah. Also so wie Meerjungfrauen wirklich sind. Ja. Nicht die Ariel-Dinger. Genau. Ey! Was denn? Du hast mich weggerammt! Doch gar nicht. Doch! Ich bin bei mir gegen.
gegen den Baum geflogen. Entschuldigung, aber bei mir habe ich dich nicht gesehen, dass ich dich weggeschubst hätte. Wenn ich das getan habe, tut es mir leid. So, was macht denn hier meine Zucht? Yeah, Aloe Vera Pflanze, Kartoffelpflanze. Oh yeah, ich kann ernten. Ich kann ernten. Oh. Dann ernte mal. Mach ich auch. Ich leere mal mein Wägelchen. Ups. Ich habe Hopfen gerade geerntet. Oh, das klingt nach Bier. Denk daran, wir müssen gleich rein, weil gleich beginnt Zombie-Time. Ja, ja. Ich will ja noch schnell fertig ernten. So. Und entlade dein Fahrzeug. Danke. Ich glaube, da habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Oh, doch. Wolltest du ja nur gesagt haben. Ja, danke, dass du es gesagt hast. Da hatte ich doch noch eine ganze Menge. Wir brauchen noch einen Schrank für Klamotten. Was? Ich hab... Ach, leck mich am Arsch. Fuck. Wir werden gleich schnell. Wir haben Zombies zu Hause. Ja, weil wir nicht im Haus waren. Wir haben unsere... Oh, scheiße. So, drei habe ich gerade getötet. Ich war noch nicht im Keller. Ich guck mal auf den Balkon. Jo, da ist einer im Keller. Vogel auf dem Balkon fliegt. Ich mach Balkontür zu. Soll der Vogel auch fliegen? Ich mache erstmal hier mein Schlafding wieder hin. Wir haben nämlich kein Schlafding. Ach, oben müssen wir aktivieren. Zombies, komm! Zombies! Alter! Der ist doch nicht tot! Ich aktiviere jetzt hier einfach einen Schlafsack. Ey, ich habe den Schlafsack aufgehoben und da kam ein Zombie raus! Aus dem Schlafsack? Ja! Ich habe den Schlafsack weggenommen und da war ein Zombie auf einmal. Ich will doch keine Zombies mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann den Schlafsack nicht hier irgendwo hinlegen. Ach doch, da. Hä? Ah, ja, gut. Pack ich ihn da rein. Hey! Alle anderen Felder waren gesperrt. Ja, weil der Zombie da ist. Jetzt kann ich meinen Schlafsack da nicht hinlegen. Ich hack den mal weg. Ach, der hat 1000 Lebenspunkte. Das dauert. Jetzt ist er weg. Ey, nirgendwo hast du Ruhe. Oh! Ey, ich geh da gleich mit der Pumpgun runter. Okay, sonst hat das... Das hatte früher länger gedauert, bis die wiederkommen. Ja, wir waren ja 2-3 Tage weg, ne? Dann gehe ich mal rechts. Okay, links ist sauber. Oh, hier sind die, haben sie durchgehauen. Aber hier ist auch sauber. Aber hier hat sie echt durchgekloppt. Oh mein Gott. Ja, gut zu wissen, im Keller, da wo ich eh nicht rein will, in die Bereiche, ja, sind auch die Türen zerkloppt. Da mache ich dann einfach Stacheldraht oder irgendeine Kackfalle rein. Mhm. Aber neue Loot ist da nicht gekommen, nur neue Zombies, ne? Ich glaube. Ja. Das ist frech. Einfach frech.
Okay, Ach so, ja. außen ist noch Dingsbums, ne? Ein Vogelchen. Nicht wundern. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich glaube, ich kümmere mich gleich mal um den. Also ich nicht, ich bin zu schwach. Nein! Ach, das hat keinen Scope, die Waffe. Die wird ohne Scope geliefert. Auf dem Bild ist ein Scope, aber es hat keinen Scope. Aber wir haben Dinger für Scopes. Da ist der Vogel. Wir haben Anleitung für Scopes. Okay. Stirb! Dann lege ich Oh, mich zur stirb doch, du Seite. scheiß Vogel! Das kann doch nicht wahr sein hier. Gekillt? Ja. Du bist meine Heldin heute. So, ich glaube, wir machen jetzt aus. Ja. Bevor wir noch sterben oder so. Ich bin so oft gestorben. Echt, ey, das Naja. war heute irgendwie. Hardcore. Ja. Also für den Kampf, den wir heute geliefert haben und auch die letzten Male, da haben wir ja sowas von ein Like verdient, finde ich. Sowas von. Das war echt hardcore. Gut, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Wie gesagt, abonnieren, liken und so nicht vergessen. Und Glocke und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.